Du solltest wissen, was dein Risikoprofil ist. Das wichtigste Investment, das ist immer das in dich und in deine Firma. Also investiere, wenn du investierst, immer in dreierlei große Abschnitte. Erstens in dich selbst, das ist das Allerwichtigste. Zweitens in die Menschen, die du liebst und die dich lieben. Und drittens in Assets und das, was die Menschen üblicherweise als Anlagen bezeichnen. Ich sage, nimm alles drei. Alles drei, weil du dann am weitesten nach vorne kommst. So, sprechen wir über die Assets. Ganz gleich, ob du mehr zu Paranoia neigst oder mehr zu Optimismus. Immer ist das beste Investment in dich selbst. Und das zweitbeste in die Menschen, die dir gut tun, denen du gut tust. Also pflege, bitte pflege liebevolle Kontakte. Vielleicht ist die Krise dafür gut, dass wir das wieder mehr lernen. Für das Optimismus-Szenario empfehle ich dir die Fußballstrategie, die ich erfunden habe. Es gibt seitdem unzählige Nachahmer, sogar dreiste Menschen, die sagen, sie seien die Erfinder, aber ich habe sie erfunden. Und da bin ich auch stolz drauf, denn sie ist sehr, sehr gut, weil sie sehr einfach erklärt, wie du ein Optimismus-Szenario ideal umsetzen kannst mit deinem Depot. Und ich empfehle dir, wenn du dir das wirklich angucken willst, das ist jetzt nicht Thema heute, dann nutze diesen Download hier gratis und stelle zuerst einmal deine Investmentpersönlichkeit fest. Investmentpersönlichkeit. Du findest also hier so einen Risikotest in diesem Download. Und dann gehst du einfach auf diesen Link hier. Und mit dem kannst du dann eben deine Investmentpersönlichkeit feststellen. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben und hier hast du die entscheidenden Auszüge aus diesem Buch. Du weißt dann ganz genau, was für ein Risikotyp bist du und wie kannst du dein Geld auf die 6 Risikoklassen, die es gibt, verteilen. Und dann siehst du, es gibt wie bei einer Fußballmannschaft 6 Risikoklassen. Risikoklasse 1, ganz sicher der Torwart. Der ist wenig offensiv, außer Manuel Neuer. Und da geht es nur darum, eine große Sicherheit aufzubauen. Dann hast du die Verteidiger, die stehen vor dem Torwart. Das ist die Risikoklasse 2. Die greifen manchmal an, aber im Wesentlichen sollen sie verteidigen. Sehr schwaches Risiko. Dann hast du das Mittelfeld. Das ist Risikoklasse 3 und 4. Die machen schon Attacke. Und dann ist Klasse 5 und 6. Das ist der Sturm. Und in deinem Download findest du, je nachdem, wie deine Investmentpersönlichkeit ist, wie du unter den Risikoklassen dein Geld ganz genau aufteilen solltest. Und in dem nächsten Download kannst du dir dann anschauen, welche Produkte welchen Risikoklassen entsprechen. Also für die Risikoklasse 1 habe ich das Symbol der Schnecke gewählt, für die 2 die Schildkröte, für 3 das Maultier. Und es hat immer Gründe und ich erkläre das dann auch. 4 den Elefant, 5 den Araberhengst und 6 den Tiger. Natürlich kannst du die ganze Fußballstrategie und gutes Anlegen jetzt nicht in 1-2 Stunden lernen. Deswegen empfehle ich dir meinen 7-Jahres-Kurs zur finanziellen Freiheit. Und darin ist Geldanlage einer der entscheidenden Schlüssel. Da lernst du alles ganz gründlich. Du solltest dein Geld in einem optimistischen Szenario irgendwo zwischen ganz sicher, mittlerem Risiko und höherem Risiko aufteilen. Immer. Das solltest du nicht zufällig tun, sondern du solltest wissen, was dein Risikoprofil ist. Du tauschst also gewissermaßen dein Geld in Anlagen ein. Also erst schaffst du Wert. Und durch den Wert bekommst du Geld, schaffst Wert für andere Menschen. Durch den Wert, den du geschaffen hast, bekommst du Geld. Das Geld tauschst du ein, indem du selber stärker und besser wirst, indem Menschen um dich herum stärker und besser werden und dann in Produkte, in Assets. Und nur einen Teil des Geldes behältst du in Geld. Das sind die Produkte der Risikoklasse 1 und 2. Den Rest, den tauschst du in Sachwerte. Das sind die Produkte der Risikoklassen 3 und 2. Bis 6, also Aktien, ETFs, unternehmerische Beteiligungen, Immobilien und so weiter. Die Frage, die wir uns jetzt hier stellen müssen, ist, in welchem Verhältnis solltest du jetzt zwischen Paranoia und Optimismus aufteilen? Wir wissen ja nicht, ob wir gerade ein ernstes Problem haben oder ob sogar die ganze Weltordnung, Finanzordnung, die wir kennen, zusammenbricht oder in Gefahr ist, zusammenzubrechen. Und jetzt gibt es natürlich diese Doom-Propheten wie Otte, Müller, Friedrich, Weig, die davon sprechen, dass die Welt, die wir kennen, zusammenbricht und dass dann die Maschinen übernehmen oder irgend sowas. Und natürlich könnten sie recht haben.
Denn wer immer sagt, dass es 12 Uhr ist, der hat zweimal am Tag recht. Aber die ganze andere Zeit hat er eben nicht recht. Und deswegen sollten wir zwischen Paranoia und Optimismus aufteilen. Sollte der ganz große Crash kommen, dann haben wir dann einen Teil unseres Vermögens so angelegt, dass wir möglichst gut durch die Krise kommen. Sollte der große Horrorcrash aber nicht kommen, dann haben wir durch unseren Optimismusanteil, indem wir mit der Fußballstrategie arbeiten, das so anlegen, unser Geld so gut vermehrt, dass es uns immer besser geht. Also, Paranoia oder Optimismus. Die Frage ist, wie mache ich das? Sage ich dir gerne. Ich selber lege ein Drittel meines Geldes in eine Paranoia-Strategie und zwei Drittel meines Geldes in eine Optimismus-Strategie, also meine Fußballstrategie. Was mir an den Doom-Propheten nicht gefällt, wenn ihr mir gestattet, das zu sagen, das ist, dass die aber auch alles schwarz sehen. Und dann ziehen die Beweise heran, um ihr schwarzes Szenario zu untermauern. Sie sagen zum Beispiel, die Banken wären auf Kosten der Steuerzahler gerettet worden. Hast du schon gehört? Schreiben die Medien dann ab. Banken sind auf Kosten der Steuerzahler gerettet worden. Das ist meines Erachtens falsch. Gerettet wurden in erster Linie die, die ihr Geld in den Banken angelegt hatten. Und das war auch richtig so, meines Erachtens. Die Eigentümer der Banken, die Aktionäre, die haben damals unglaublich viel Geld verloren. Was mir auch nicht gefällt ist, Panik zu machen, ist das Geschäftsmodell der Doom-Propheten. Und deren Geschäftsmodell sieht vor, dass sie ganz viel Panik verbreiten, um die Menschen dann in ihre Fonds zu locken. Was mir allerdings gefällt an den Doom-Propheten, sie erinnern uns daran, dass die Geschichte sich immer wiederholen kann und auch wird. Wir können das Szenario von 1929 wiedersehen. Und damals sind die Aktienkurse um 95% eingebrochen. Hey, wenn du 100.000 investiert hattest, hattest du nur noch 5 an Wert. Und es dauerte 25 Jahre, bis wir die alten Kurse wiedergesehen haben. Also meines Erachtens verfallen wir in einen Fehler, wenn wir unser gesamtes Vermögen so anlegen, als wenn die große Weltkrise kommen würde. Denn wenn Menschen sich vor etwas ängstigen, dann beeinflusst die Furcht ihr gesamtes Verhalten. Und sie versuchen dann, jegliches Risiko zu vermeiden. Und weil das so ist und weil an den Märkten Emotionen gehandelt werden, nicht irgendwelche Firmenanteile in erster Linie, deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Aktienmarkt noch eine ganze Zeit weiter nachgibt. Also geht mal wieder ein bisschen nach oben, aber so in der Tendenz könnte es eine ganze Zeit nach unten gehen. Muss aber nicht so sein. Ich weiß das nicht. Kann aber. Denn wir haben ein Szenario, in dem die Furcht doch anfängt, dominanter zu werden und das könnte sich bemerkbar machen. Noch eine Anmerkung. Wenn du die PDF runterlädst und deine Investmentpersönlichkeit ermittelst, dann kennst du, wenn du den Test gemacht hast, deine Risikobereitschaft, also auch deinen Angstlevel. Und das kannst du hier mal sehr, sehr empirisch machen. Da habe ich mir viel Mühe gemacht, diesen Test auszuarbeiten, damit du genau weißt, was bin ich für ein Anlagetyp? Wie viel Angst habe ich auf so einem möglichen Level? Und dann, wenn du dann feststellst, dass du die Investmentpersönlichkeit A bist, das ist jemand, der extrem viel Sicherheit braucht, dann solltest du vielleicht sogar 50% deines Geldes in das Paranoia-Szenario investieren und 50% nur in das Optimismus-Szenario mit der Fußballstrategie.